beach mania. No need to go far away to celebrate the beautiful sight, the beach and the lake. Oh, what we need to feel alright. Sehr knapp verloren leider. Erstes Resümee, an was ist es gelegen? Nächste Partie in Köln. Ja, schwierig zu sagen. Also, wir haben sicher gekämpft bis zum Umkehren. Es war mega cool, gewesen, so um ein riesen Stadion in der Schweiz zu spielen. Schlussendlich sind vielleicht wirklich ganz kleine Feinheiten. Ein, zwei Pässe ein bisschen rüber, oder sie haben einfach ein bisschen mehr Wettkampfflucht gehabt. Wenn wir im dritten Satz 1917, ich glaube, 1917 verliert, dann ist halt einfach zum Teil auch ein, zwei glückliche Bälle und dann ist halt schon passiert. Anfang des Satz, seid ihr da nervös gewesen, dass ihr so mit der Rückstandzeit reingegangen seid? Oder an was hat das gelegen? Nein, ich war nicht nervös, aber genau das war auch noch ein Handicap, wenn du irgendwie am Anfang schon 4, 5 oder 3, 4 Punkte hinten oben bist, gerade bis 15, sind zwar wieder angekommen, aber irgendwann ist dann, geht dann auch langsam die Pusti aus und es war recht intensiv, es war heiß. Aber ja, nichtsdestotrotz, es hat Spass gemacht, wir hätten gerne noch das zweite Spiel gespielt und um den Quali-Einzug gespielt, aber jetzt ist es halt leider so, aber ja, wer weiß, vielleicht nächstes Jahr wieder. Jetzt ist ja gerade die Schweizer Meisterschaft, was nehmt ihr da mit von hier? Ja, also ich denke, was wir sicher mitnehmen können, ist, dass wir jetzt heute gegen ein gutes Team können mitspielen können. Am Schluss wirklich nur ein kleines Wettkampfglück gefehlt hat. Und ich denke, nächste Woche, wenn wir die Leistung abrufen können, können es genau gleich kommen. Und vielleicht am Schluss dann eben das Wettkampfglück für uns erzwingen und dann gewinnen wir so ein Match. Merci vielmals. Merci, ja. Beach Mania, no need to go far away to celebrate the beautiful sight, the beach and the lake. I want, we need a